Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder GBF Akademeister mit dem Let's Play von Lands of Lore 2. Und ja, wir durchsuchen gerade die Mausoleen auf dem Friedhof der Drakuiden. Wir brauchen dringend mehr Zeug. Wir brauchen vor allen Dingen mehr gelbe Steine. Oder mehr gelb aufgeladene Steine. Und es gibt hier tatsächlich noch einen zweiten Friedhof, also mit Gräbern meine ich jetzt direkt. Das hier sind ja alles Mausoleen. Der sich auf der anderen Seite des Friedhofs befindet. Und dort sollten auch ein Haufen Untoter rumgrasen. Grasen. Ah, da ist der Pfad. Okay. Also, Norden. Oh, da geht's nicht lang. Das habe ich übersehen. Oh ja. Okay, hier ist ein ganzer Haufen. Sind die auch noch mal so viele? Nö, da sitzt einer auf dem Boden. Habt ihr es gesehen? Einer saß da, oh, ich gammel hier so auf dem Boden rum. Interessant, dass die Animation überhaupt gemacht wurde. Und die Gräber hier sehen ein bisschen anders aus. Auch wieder mit so Urnen und sowas alles. Sieht ja alles ganz variabel aus hier. Es gibt verschiedene Arten von Gräbern. Weitere Drakuiden wurden hier beerdigt. Auch mit mysteriösen Punkt- und Strichsymbolen. Aber das Interessante, nein, keine Verwandlung, ist wohl das hier. Eine ganze Horde von Untoten. Bitte auch alle folgen sollen, damit sie alle schön vom Feuer getroffen werden. Das ist ja meine Geheimwaffe hier an der Stelle jetzt. Um mit solchen Gruppen fertig zu werden, die so langsam sind. Die auch keine Magie haben und nichts. Ich könnte ja auch mal meinen zweiten Heilzauber sprechen, damit ich hier mehr vor Schaden geschützt bin. Oh, Stufenaufstieg. Moment mal, ich will eben gucken, ob ich auch noch aufsteige jetzt. Ja, ich steige tatsächlich immer noch auf im Kampf gegen Gegner, allerdings nur sehr langsam. Ich heile mich mal komplett. Und auch eine Stufe in Magie bin ich aufgestiegen, aber auch nahkampftechnisch kann ich noch Erfahrungspunkte kriegen von den Zombies da. Okay, ich glaube, wir brauchen noch mehr. Gelbe Steine. Also wieder runter. In die Tiefen. Und noch mehr besorgt. Falsch gelaufen. Gucken wir mal, was da sonst noch so alles ist. Ich glaube, ich bleibe öfters mal an diesen Stangen hängen. Und immer mal wieder sieht man, dass diese Sprites, diese ganzen Schädel und sowas alles, das sind ja alles nur Sprites, dass die manchmal so ein bisschen durch den Boden durchdiffundieren oder durchscheinen. Okay, was haben wir denn sonst noch hier? Okay. Oh. Kann ich das nicht öffnen? Anscheinend nicht. Oh. Ein neuer Stein. Diese Gräber sind schon alle geöffnet worden, so wie es scheint. Erstaunlich wenig drin für so viele Särge. Die kriege ich noch nicht mal auf. Tja, irgendwie ist hier mehr nicht, außer einer Kugel. Also,
hat sich nicht so ganz gelohnt, wa? Sag ich jetzt mal. So, was ist denn mit dem Gebäude oder im Norden direkt hier? Na, wir auch einen gelben haben. Na, ein weiterer Ersatzstein. Und noch einer, da habe ich ja drei. Oh. Okay, jetzt muss ich aber langsam mal gucken, was ich hier noch überhaupt brauche an Farben. Eigentlich bräuchte ich jetzt auch mal Blau. Und Blau kriegt man eigentlich hier raus. Hm. Nur, da bräuchte ich einen weißen Stein, so wie es aussieht. Sind die wieder respawned? Da liegen noch die ganzen Leichen rum. Nö. Vielleicht auf der anderen Seite wieder. War ich schon drin? Was ist denn da? Gelb. Doch einen gelben nochmal. Okay. Einen gelben kann ich auf jeden Fall besorgen. Noch einen gelben. Also zwei gelbe brauche ich noch. Ah, da haben sich alle verkrochen. Was sind nicht so viele, wie ich gerne hätte. Auf einem Haufen, das sind nur drei eigentlich hier. Natürlich kann ich die noch mitzählen da hinten. Hoch auf den Stein der Kobra an dieser Stelle mal wieder. Und jetzt dauert das Aufleveln schon ein bisschen länger jetzt. Das ist nicht der richtige Ort. Also zwei gelbe Steine brauche ich auf jeden Fall noch. Ich kann auch einen dritten machen, das ist ja... kein Problem, weil ich kann die ja, wenn ich das, wenn ich die blau aufladen will oder weiß, entladen. Das ist ja eigentlich auch ein Zauber, der in diesen Steinen dann gespeichert ist. Tap, 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 tap. Hm. Ich halte mich eigentlich gerne hier auf den Friedhof. Das ist so eine... Das ist sehr entspannt eigentlich. Man rennt hier so ein bisschen rum, da sind die Untoten. Ich meine, wenn ich auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen würde, wäre es natürlich nicht mehr so entspannt. Aber das gilt ja für das ganze Spiel. Aber wie gesagt, das macht meines Erachtens, abgesehen davon von vielleicht persönlichen Herausforderungen, die man sich da aufhalst, dann... es verändert sich ja nichts an der Spielmechanik oder so, also es ist alles sehr... Es gibt keine Belohnung dafür, dass man auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt. Das klingt immer so, als wären die ganz nah bei mir, aber das sind sie ja eigentlich gar nicht. So, was haben wir hier? Ist hier ein weiterer Stein? Ja. Na komm her. Wieder mal entleert. So, wen haben wir denn noch? Was ist mit dem Gebäude da? Ah, das habe ich noch gar nicht markiert, ne? Das ist natürlich ein Versäumnis. Oder ich habe das hier markiert. Das ist ja die zweite Ebene eigentlich. Wobei das eigentlich auf derselben Ebene ist, ne? Okay,
Was ist denn mit diesem hübschen Gebäude hier? Was brauche ich denn hier? Ich glaube blau, wa? Gar nichts. Blau. Ich brauche blau. Ich brauche gelb. Ja, nichts. 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 Und wieder nur ein Stein. Tja. Ach, wie schön es ist, dass das alles nichts ist. Ja, Moment mal, was ist denn das hier? Hm. Okay, dann war ich da auch schon drin. Da ist ja eigentlich noch mehr. Aber das sieht so aus, als wenn das hier ein verbundenes Gebäude ist. Aber das ist es gar nicht. Blau. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall 3 blaue Steine dann. 3 habe ich ja. Na, hier ist noch eins. Nichts. Wow. Ganz viele Schwertgeschichten. Oh, hey, du. Ich habe hier gar nicht vermutet hier. Ich dachte, die wären alle da unten. Ja, irgendwann wird das Licht wieder angehen. Ich glaube, diese gelben Steine kann man getrost ignorieren eigentlich, weil in den Gebäuden findet man nur Ersatz für das, was man aufgegeben hat, um überhaupt reinzukommen. Also 0,0 Bonus. Dieses Gebäude ist auch verdächtig. Sieht's. Ah, okay, das kann man so öffnen. Ein 4. Stein sogar. Was ist hier? Sprechender Stein. Ein sprechender Stein, ah. Der erste von vielen. Mal sehen, was drin ist. Was? Schmorfleisch? Schon wieder? Hey, möchte jemand mit mir tauschen? Schmorfleisch? Anscheinend nicht. Keiner will Schmorfleisch haben. Oh, der arme Kerl sitzt da im Hulin-Dschungel am Fluss Bane und wird sein Fleisch nie los. Eine tragische Geschichte. Allen bekannt. Das Falsches zu essen zu haben. Oh, Da war ich ja jetzt auch schon drin. Okay. Ich akzeptiere das als Fakt. So, was habe ich denn noch offen? Also das geht, da geht's nach unten. Das Gebäude. Ich glaube, ich besorge mir jetzt erstmal was Weißes, um diesen Raum hier aufzumachen. Oh oh. Hier muss hier ein Geist. Sonst wäre es hier nicht dunkel geworden und das ist hier außerhalb. Oh. Hier muss ich ja das Gebäude aufmachen können. Ich weiß auch, ich glaube, ich weiß ungefähr, wie es geht. Mal sehen, ob es klappt. Erstmal wieder zurück in die Drakuiden-Ruinen. Um mir dort eben hier weiße Geschichten zu besorgen. Weiße Steine. In den Turm zurück. Da, wo ich meine heftigen Kämpfe hatte. Und hier ist der Schrein. Glaskugel. Glaskugel. Und was für ein Zauber steckt hier drin? Kein Blitz, sondern... Ah, ich glaube, das ist so eine... Das ist der,
die Todeswolke, die es auch in Teil 1 tatsächlich gab. Mist of Doom im Englischen genannt. Todesnebel. Was kann man da hier dann kriegen? Ich fülle das einfach mal auf, warum nicht? So, vier weiße und kann dann jetzt wieder zurückgehen. Ja, das ist sehr praktisch, dass man dann halt hier... Okay, dass man eben den Teleporter hier aufgedeckt hat schon. Und wieder zurück zum Friedhof. Da muss man nicht den ganzen Weg da durch den Dschungel nochmal laufen. Kommt mir das ja so vor, dass die Musik wieder ausgegangen. Ja. Und da geht sie wieder an. Kann ich auf das Dach drauf? Nein. Okay, und wenn Luffy das nicht kann, er ist der sprungstärkste von allen, dann kann das sonst auch keiner. So, was haben wir hier denn Schönes? Liegt hier irgendwas auf dem Boden rum? Da ist auf jeden Fall ein Geist, der uns erwischt. Aber wir erwischen ihn auch. Das war wohl der, der gerade eben alles verdunkelt hat. Was ist hier noch? Ein Schalter. Was hat das denn gemacht? Sieht ja aus, als würde es da runtergehen in die Katakomben. Die kann ich hier leider nicht öffnen. Also, würde ich sagen, gehen wir doch mal runter und gucken uns da mal um. Oh ne, da ist was aufgegangen hier. Und das ist das Entscheidende im Grunde. Das hier ist eine der Stellen, wo das Spiel einen Bug haben kann. Ich weiß nicht, ob in dieser Version, also in Version, was haben wir hier, 1.29k, ob das da rausgekommen ist oder rausgeflogen ist. Müssen wir eben schauen. Weil eigentlich sollte man dieses Fass hier nämlich anklicken können. Käme ich da doch bloß ran. Dann soll es sich eigentlich bewegen. Mal eine Schaufel. Ein weiterer Stein, sehr gut. Und Feuer. Vielleicht muss ich das von der anderen Seite anstoßen und ja, hinlegen und dann schubsen. Hinunter und da rollt es bis da hinten durch und ja, es platzt und hier ist jetzt überall Öl. Und ich sollte vielleicht nicht so nah dran stehen, ich werde wohl einen stärkeren Blitzzauber da aus der Ferne schießen. Okay, das war nichts. Oh, oh. So, natürlich passiert das dann auch nochmal. Man kann auch zielen tatsächlich. Das habe ich noch gar nicht gezeigt, oder? Es gibt auch die Möglichkeit, dass man eben hier einen Schussmodus aktiviert. Manuell zielen mit T. Ja. So, und jetzt, das hilft auch nicht. Tch. Zieht immer zu hoch. Ja, sehr gut. Ja, und jetzt? Tja, muss ich vielleicht doch dahin rennen. Ja, und das passiert. Dann fliegt mir alles um die Ohren. Eieiei. Einen Moment, ich muss eben testen, ob die Aufnahme überhaupt funktioniert. Nicht, dass das jetzt ein Problem ist. Sieht gut aus. Okay. Ja. Was machen wir denn? Da habe ich noch einen Blitzschlagkristall oder sowas? Natürlich nicht. Das habe ich schon alles abgelegt. Plasma? Hilft mir Plasma vielleicht weiter? Plasmastab von meinem Freund hier. Er schießt alles nach... Du sollst nach unten schießen. Das ist... Warum ist das so schwer? Das sollte nicht schwer sein. Was mit dem guten alten Wilderer Langbogen? Ja gut, der macht nur Klick, Klick, Klick. Das ist quasi wie ein Feuerzeug, das nicht angehen will. Wunderschön. Glaskugel. Glaskugel. Ich muss noch irgendwo einen einsprechenden Stein finden, aber wahrscheinlich finde ich den dann irgendwo anders im Gewölbe. Einer muss hier noch irgendwo sein. Abgesehen von... Will jemand mit mir mein Pökelfleisch tauschen? Nein. Okay, was ist denn hier? Okay, den kann ich gar nicht sprechen, noch nicht. Ah, wir können einen Ahnenzauber entfesseln.
treffen, dann geht's. Okay, gut, dann habe ich das dafür genutzt und wow! Da brutzelt alles durch. Und wir haben jetzt einen Durchgang nach unten geschaffen. Können wir die Fetzen auch noch anzünden? Nö. Okay, jetzt sind wir in einem anderen Teil des unterirdischen Katakombengebildes. Und ja, müssen da jetzt einen Weg finden, um blaue Steine zu produzieren. Zu producen. Okay, da geht's nicht weiter. Das ist der Weg. Ja, das könnte ein Weg, ja, woanders hin sein auf jeden Fall. Schauen wir mal. Komm ich rüber? Ja. Nimm dich, du Schädel. Ha, da war noch ein weiterer Gang hier. Eine Sackgasse. Kann ich jetzt nicht wirklich gebrauchen. Aber wahrscheinlich kommt man da erst von oben dann hier runter. Das ist der andere Pfad, den ich gehen müsste eigentlich. Klingt immer, als würde sich da irgendeine Waffe aufladen oder sowas, aber das tut es ja wohl nicht. Schauen wir mal hier. Da war ich schon. Okay, weiter in den Süden. Zwei Geister auf einmal. Das sieht verdächtig aus. Ist das eine Wand, durch die ich kann? Nö. Heilen wir uns ein bisschen. Da hinten waren ja noch ein paar mehr. Oh, sehr viel mehr. Wow, 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 was ist hier denn los? Haben jetzt ein Schutzzauber gewirkt gegen Feuer oder so? Oder reflektieren die mein Feuer auf mich selbst? Ich weiß es nicht genau. Aber hier haben sich einen ganzen Haufen versammelt. Genauso wie bei den Zombies, die sich auch alle auf einen Raum stellen. Und der wilderer Langbogen macht immer wieder Klick-Klick. Ich weiß gar nicht, der wilderer Langbogen ist verdammt unnütz eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, weil er soll ja eigentlich die Schwächen der Gegner angreifen, aber irgendwie ja gibt es kaum Gegner. Oh, da ist der andere Bereich. Okay, dann haben wir da die Verbindung geschaffen. Aber es gibt kaum Gegner, die anscheinend irgendwie gegen. Die nicht alle irgendwie mit Immunitäten gegen das ausgestattet sind, was der gute alte wilderer Langbogen eigentlich abfeuern könnte. Das sieht aus wie eine Tür, aber die kriegt man wohl nicht auf. Na gut. Lassen wir das. Gehen wieder den Weg zurück. Halt. Was ist denn da noch? Ich glaube, da kommen wir auch von der anderen. Nee, okay, wir müssen da lang. Da komme ich nicht wieder hochgesprungen. Aber hier auch nicht. Also bleibt mir bloß noch die eine Möglichkeit. Ja, wieder
zurückzuspringen in den anderen Dungeon. Von da dann wieder oberhalb zurückzulaufen. Das ist das Einzige, was mir jetzt noch einfällt. Wir stecken hier fest. Hey! Nicht einfach so verwandeln. Danke, Dawn! Hey, du! Haben wir dich übersehen? Okay, dann machen wir es eben so. Ich schnapp mir nochmal eine halbe Raune, die einfach so rumliegt. So, und diesmal werde ich dann nicht einfach so wieder runterspringen. Das wäre sinnfrei, oder? Ich weiß, dass es da für mich nicht weitergeht. Aha. Okay, und da war ich ja gerade eben. Da ging es ja hier nicht hoch, also da brauche ich da nicht runterspringen. Das ist ja schon erkundet. Es ist schon aufgedeckt. So, eigentlich bleibt dann bloß noch ein Pfad übrig für mich, wa? Ja. Ah, und hier ist es. Oh. Glaskugel. Wir kriegen blaue Glaskugel. Okay. Davon brauche ich, glaube ich, 3 Stück. Hm. Kann ich die ja so reinsetzen? Nö. Ich muss erstmal den Zauber abfeuern. Da ist so ein Geist erschienen gerade. So, 2 weiße, 3 blaue. Okay. Dann, brauche ich aber, glaube ich, auch noch einen gelben. Jetzt kann ich hier raus. Ist hier das Licht angegangen oder kommt mir das nur so vor? Hm. Hier ist anscheinend so eine Respawn-Ecke dieser Drakuiden Geister. Tauchen sie mal wieder von neuem auf. Aber wenn ich schon mal hier bin, hole ich mal gleich mal einen gelben Stein. Vielleicht muss ich dann nie wieder hierher. Was nicht schlecht wäre. Weil langsam habe ich diese Katakomben satt. So. Uns nichts. Da habe ich jetzt von jedem auf jeden Fall einen. Die braucht man für das letzte Rätsel sozusagen. Da brauchen wir von jedem einen. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Wenn nicht, dann wissen wir, wo wir es ändern können. Jetzt haben wir alle 3 verschiedenfarbigen Altare gefunden. 2 hier auf dem Friedhof und eine in den Drakuiden-Ruinen im Turm des Magiers. So. Was mit dem Gebäude hier? Blaue Kugel. Was ist denn das? Ah, endlich eine vernünftige Fernkampfwaffe, die sogar mehr Schaden macht. Außerdem verschießt sie Feuerbälle. Jawohl, das ist super. Das ist die Walkürenarmbrust. Hm. Die gab es auch im Original. Hm.
Fähigkeiten zerstören. Übrigens in den Dakoin-Ruinen, da der Raum, den ich nur als Echse betreten konnte, wo ich den mächtigen Besoa-Ring gefunden habe. Da hätte ich die Ketten nicht verschieben müssen in einer bestimmten Reihenfolge. Ich hätte sie einfach nur zerschlagen müssen, genauso wie im allerersten Dungeon auch. In der Nähe von dem sterbenden Ork. Das nur mal so ganz nebenbei erwähnt. Oh. Da geht's ja nicht weiter. So, was haben wir hier? Oh, oh. Reisender, würdet ihr wohl einer verlorenen Seele helfen? Eigentlich bin ich ziemlich beschäftigt. Womit? Aber wie könnte ich euch wohl helfen? Ich war ein Dracoidenpriester, doch ich kann nicht mit den meinen in der Gruft liegen. Mein Leichnam liegt von der Welt vergessen in den versunkenen Ruinen unserer Stadt. In einer Höhle jenseits des Flusses. Oh. Wenn ihr ein Dracoidenpriester seid, können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Ich brauche ganz dringend ein Silberblatt. Ja. Das Silberblatt ist ein heiliges Kleinod der Dracoiden. Bringt meine sterblichen Überreste her zu mir und ich werde euch zeigen, wo ihr ein Silberblatt findet. Tot oder nicht, ich bin immer noch ein Dracoidenpriester. Dann holt jetzt bitte das Silberblatt. Jetzt. Ich werde bald mit eurer Asche zurückkehren und sie gern gegen ein Silberblatt eintauschen. Verbrennt meinen Leichnam und füllt die Asche in diese Urne. Ich warte hier auf eure Rückkehr. Okay. Gut, ja. Mit dem können wir nur reden, weil wir das Armband der Toten haben. Armpanzer der Toten. Müssen wir nicht anlegen, aber dann kann man mit ihm reden. Und dafür braucht man das halt. Von dem Dracoiden, ja, Schamanen oder Magier. Im Magierturm, in den Ruinen. Kann ich ihn angreifen? Nö. Okay. Hätte ja sein können. Hey. Hey, ich wollte mich nicht verwandeln. Dann verwandle ich mich halt wieder zurück mit dem zweiten Zauberspruch. Jawohl, dafür habe ich ihn ja. Dafür habe ich ihn mir... Was? Bitte beeilt euch? Voller Ungeduld auf eure Rückkehr. Ja. Habt ihr sie? Nö. Wo ist die Urne? Ich konnte mich noch nicht um euer Anliegen kümmern. Da ist die Urne. Habt ihr schon ein Silberblatt für mich besorgt? Wenn ihr euren Teil eingehalten habt, zeige ich euch, wo ihr ein Silberblatt findet. Okay, gut. Ich beeile mich. Sonst noch was? Nö. Oder vielleicht doch. Wir nerven ihn mal ein bisschen. Lufer der Nervbolzen. Habt ihr sie? Wo ist die Urne? Ich konnte mich noch nicht um euer Anliegen kümmern. Okay. Yeah, wir konnten uns noch nicht kümmern. Oh, wow. Wow. Okay. Das war der falsche Zauber, glaube ich. Schutz vor Schaden und dann... Sollten wir noch mal ordentlich Erfahrungspunkte kriegen hier. Ja. Ja, es geht. Okay. Oder sollen wir testen, ob das auch wirklich so ist? Meine Güte. Die spawnen wirklich alle an einem Fleck. Vielleicht werden einige auch woanders gespawnt, aber ich glaube, das ist rein zufällig, ob sie hier spawnen oder auf dem anderen Teil des Friedhofs. Dann sind sie wohl alle hier gespawnt. Keine Echsenverwandlung jetzt bitte. Auch kein Monster, weil dann kann ich keine Flammenattacken mehr machen. Oh, ich glaube, das geht auch gut, wa? Oh, das macht auch Flächenschaden. Wow, schaut da, jawohl. Das gefällt mir. Das ist richtig schön. Und ich kriege auch, wow, massig Erfahrungspunkte dafür. Ich muss einfach nur reinpfeffern, dann muss ich noch nicht mal mehr in den Nahkampf gehen. Das gefällt mir. Ja, 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 ja. Aber sie verteilen sich alle, das gefällt mir nicht so gut.
Meine Güte. Es sind ein paar mehr hier. So langsam wird's fast. Könnt ihr nicht weglaufen oder so? Das gibt's ja gar nicht. Zack, 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 zack. So. Ah. Ist ein bisschen ruhiger geworden hier. Ein bisschen. So. Habe ich dann. Da ist der Priester. Wie viele Steine habe ich jetzt noch? Ich glaube, ich habe jetzt noch von jedem einen, genau. Ich glaube, das ist auch beabsichtigt. Da waren wir auch schon drin. Da waren wir jetzt auch schon drin. Also, das ist ja nichts. Das sind die Statuen. 1, 2, 3 Statuen, wo ein Feuerball dann so schießen soll eigentlich. Aber naja, ich glaube, dann haben wir sie alle durch. Okay, jetzt müssen wir die Überreste des Drakoidenpriesters finden, die sich in den Ruinen befinden. Wo sonst? Sein Geist ist aber hier, interessanterweise. Also nochmal zurück in den Riesen-Dungeon. Und da dann eben geschaut, dass wir da dann hier seine Leiche finden. Ich weiß zum Glück, wo sie sich ungefähr befindet. Die schöne leuchtende Brücke. Und hier dann in den Süden nochmal rein. Mal gucken, wie ich mich verwandle. Wahrscheinlich eher nicht. Jetzt kann ich mich auch schnell zum Menschen zurückverwandeln. Ich muss mich bloß einmal in eine Echse verwandeln, dann geht das. Und diese Ketten müsste ich zerschlagen eigentlich. Dann kommt man da wieder raus. Ich glaube, die Verwandlung passiert hier irgendwo. Hier ist irgendwo ein Trigger mal wieder. Die Erde bebt. Dann muss ich erstmal dahin. Mal? Nö. Okay, anscheinend nicht. Ein bisschen Licht, hier sind die. Ne, hier sind sie nicht durch die Wand gebrochen. Ach, da sind sie ja durch die Wand gebrochen. Na, Moment mal. Ah. Kommt ja auch als Lufer durch. Hier sind sie durch die Wand gebrochen. Nur wenn man den Teppich berührt. Dann kommt das, ansonsten kommen sie nicht. Übrigens, die Arena wird ausgelöst, wenn man quasi, wenn man, ich glaube, ich muss woanders lang, oder? Wenn man getötet wird hier in diesem Dungeon von einem der Monster, dann wird man nicht getötet, sondern verschleppt und muss dann gegen einen ganzen Haufen kämpfen. Aber ich jetzt nochmal hier das Wasser abfüllen, ablaufen lasse. Roller. War das jetzt gut? Vielleicht. Schwer zu sagen. Vielleicht habe ich jetzt irgendeinen Durchgang freigeschaufelt für mich. Gucken mal. Da war die der Kobra-Stein. Selbst verletzt. Ja, hier trinken wir. Oh, 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 ja. Hier ist wohl eine Quelle. Da war ja die Stelle der Brücke.
ist weiter nichts. Der schwimmenden Tür. Ich glaube, hier war ich aber auch schon mal. Irgendwas. Ich höre ständig merkwürdige Geräusche. Ah. Oh, noch so ein Quader. Steinquader, ein paar Betten hier in dieser Höhle. Ah. Oh. Und hier ist eine Statue von Belial tatsächlich. Das war ja der Gott der Drakuiden. Oh. Was zur. Tja, also irgendwas müssen wir hier noch machen mit der Statue. Da wissen wir zumindest, wo sie schon mal zu finden ist. Länge. So. Na gut. Ich frage mich immer noch, wie ich da hinkommen soll. Das ist noch ein großes Rätsel für mich. Aber Rätsel sind da, um gelüftet zu werden. Das sieht verdächtig aus. Felsfrüchte, wie auch immer die hierher gekommen ist, sind anscheinend sehr lange haltbar. Ah. Beschwörungsschriftrolle. Tja, mehr ist hier wohl nicht. Einblick in diese Halle. Da ist Belial Statue.